zwei Fragen in einer. Einerseits, ja, wie werden Sie Ihre Mannschaft die Marschroute vorausgeben? Was ist das Ziel? Und vielleicht können Sie ein paar Worte zu Halberstadt schon sagen. Gibt es da schon etwas? Ja, die Marschroute kann sein, wir sind Drittligist, Halberstadt ist im Moment Oberligist. Das heißt, wir sind zwei Spielklassen über Ihnen. Das ist alles andere als ein Sieg, steht jetzt nicht zur Diskussion, auch wenn das die ganz große Präsenz durch die Qualifikation jetzt über den vierten Platz für den DFB-Pokal raus ist, aber ganz klar, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und das ist der Plan, ja. Da müssen wir jetzt natürlich mal schauen, wer jetzt noch die Motivation hat und den Biss und die Frische, um das aus unserem Team dann zu bewerkstelligen. Zu Halberstadt, ja, ich habe den Livestream gesehen, den es gegen Chemie gab. Die zweite Halbzeit habe ich dann mir angeschaut. Ja, das ist schon eine Mannschaft, wo viele Jungs schon Regionalliga gespielt haben. Und dementsprechend, das war ja ihr klares Ziel, dass sie auch wieder zurückkommen, relativ schnell in diese vierte Liga, in diese Regionalliga. Und so haben sie sich aufgestellt. Und so erwarten wir sie auch. Also es ist dann, auch wenn sie zwei Klassen unter uns sind, gefühlt ist es halt nur eine Klasse. Sie trainieren unter fast Profibedingungen, also relativ häufig und oft. Und von der Seite her wird es schon noch nicht ganz so einfach, weil die haben natürlich die Motivation, hier in Magdeburg zu spielen, vor mehr Zuschauern als sonst in der Oberliga. Und wie ich Andreas Petersen kenne, der, sag ich mal, mein Vorgänger hier im Verein war, wird er natürlich alles tun, um diese Mannschaft so vorzubereiten, dass sie in der Lage ist, auch eine Überraschung zu schaffen. Ja, danke. Marius, der Trainer hat gesagt, wir sind Favorit, aber es ist Vorsicht geboten gegen den Oberligisten Halberstadt. Ja, was gilt es denn aus seiner Sicht dazu beachten? Wird ja, trotz dass wir jetzt vielleicht für den DFB-Pokal schon qualifiziert sind, eine sehr spannende Partie und ja, möglichst soll der Pokal natürlich hier in Magdeburg auch bleiben. Ja, was gilt zu beachten? Ja, dass man einfach wieder so auftritt wie die Spiele zuvor, im Pokal vor allem. Das ist ein anderer Wettbewerb. Der Pokalweg war nicht einfach, also es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sage ich mal, wieder im Finale zu stehen. Das haben wir die letzten 5 Jahre überragend gemacht, weil wir jedem Gegner auch Respekt gezollt haben. Egal, ob er in der Kreisliga unterwegs war oder in der Oberliga, Regionalliga, Drittliga. Wir haben immer versucht, uns auf das Spiel bestmöglich vorzubereiten und auch den Gegner den entsprechenden Respekt gegenüber zu bringen. Und das hat uns ausgezeichnet. Und wenn man in 5 Jahren 4-mal im Finale steht, dann zeigt man auch, dass wir da enorm gereift sind, uns entwickelt haben und dass wir den Wettbewerb sehr, sehr ernst nehmen. Weil wir wollen als Sportler das Maximum erreichen auf diesem Wettbewerb und wir mittlerweile als klassenhöchste Mannschaft mit unseren Nachbarn aus Halle haben auch irgendwo da die Favoritenrolle, da wollen wir auch gerecht werden. Und wir sind auch den Zuschauern immer geboten, die bestmögliche Leistung abzurufen, wenn die uns auf irgendwelchen Dörfern, sage ich mal, unterstützen. Und wir wollen uns jetzt für diesen Weg belohnen und natürlich auch den Pokal wieder in der Hand zu halten, um dieses Jahr, sage ich mal, den Fans nochmal ein Stück wiederzugeben und uns selbst auch dafür zu belohnen. Ja, Dankeschön. Gibt es Fragen? Manuel, höre ich auch bitte. An den Trainer, Sie haben ja gerade eben schon angedeutet, also müssen schauen, wer jetzt die Motivation, den Biss und den Willen noch mitbringt, in dem Finale dann eben entsprechend noch auflaufen zu können, zu wollen. Besteht die Option, dass wir ja, wie jetzt bekannt gegeben wurde, dass auch 7 Spieler den Verein verlassen, dass die einfach dann auch nochmal auf dem Rasen einen würdigen Abschied dann bekommen oder wie sieht das aus? Ja, das muss man sehen, ja, weil das ist, das kann sein. Also wir sind da noch nicht durch, also wir haben heute trainiert, wir trainieren morgen nochmal und danach müssen wir eine Entscheidung treffen. Haben wir das Gefühl, okay, die sind in der Lage hier nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen, dann kann das eine Möglichkeit sein, aber es muss nicht sein. Diese Option lassen wir uns offen, aber da sind wir mit unseren Überlegungen auch noch nicht ganz durch. Kurze Nachfrage dazu noch, könnte es sein, dass es im Tor vielleicht der Lukas Zichos oder eben Jan Glinker nochmal zum Einsatz kommen? Ja, das ist wie die anderen Situationen, ja. Also das kann sein, muss nicht sein. Okay. Uli Behrens, bitte. An Marius, wie wirkst du denn motivierend auf deine Mannen ein?
Ich meine, rein rhetorisch bist du ja sehr bewandert und so und stellst auch die Inhalte klug in den Mittelpunkt. Ist denn das jetzt nach diesem Schluss, dritte Liga, nicht erst zweite Liga, ist denn das jetzt noch möglich für diesen Vergleich jetzt, Pokal? Ja, definitiv. Also da werde ich auch alle nochmal irgendwie anpiksen, weil das ist enorm wichtig. Also es ist alles nicht selbstverständlich. Vielleicht auch heute, wenn jetzt nicht so viele Medienvertreter vertreten sind wie sonst. Sonst sind sie bei, egal was für eine Pressekonferenz, sind die zahlreich hier und kommen hier genau rein, stellen tausend Fragen. Und jetzt hat man irgendwie den Eindruck, dass der Pokalwettbewerb gar nicht mehr so ernst genommen wird, auch wenn wir uns qualifiziert haben. Und das ist für mich, das jetzt nicht respektlos, aber das hat die Mannschaft auch nicht verdient, weil die haben sich den Arsch auf Deutsch gesagt aufgerissen, all das Jahr sind überall hingefahren, mussten sich immer den Gegnern stellen und es ist nicht einfach. Jeder, der selbst mal von Ball getreten hat, weiß ganz genau, wie schwierig es ist, wenn man irgendwo hinfährt, die Plätze sind nicht so, wie wir es gewohnt sind, die stellen sich damit gefühlt 3.000, 4.000 Einwohner hinten in den 16er rein, da muss man erstmal die Kugel auch irgendwie über die Linie drücken und das haben wir alles geschafft. Und jetzt sind wir da im Finale, wo natürlich ein Spieler sein möchte. Und jetzt werden wir auch versuchen, den Pott in der Hand zu halten und wollen natürlich Halberstadt das Leben schwer machen. Und wir werden das Ding auch ziehen, da bin ich mir 100% sicher, ohne großartig vorauszugehen, weil wir einfach einen Riesensprung aus dem Meisterschaftsspiel mitgenommen haben. Und wie all die Jahre zuvor wollen wir uns bestens präsentieren und das wird jetzt genauso sein. Und es ist auch nicht selbstverständlich, was ich sagte, für einen Spieler, dass man im Landespokalfinale steht oder dass man so einen Landespokal gewinnt. Und wenn ich zu Hause meine erste Medaille immer noch anschaue, wo wir das Derby gegen Halle hatten als Regionalligist, das erfüllt mich mit Stolz, weil da haben wir hart für gekämpft und das möchte ich jetzt am Donnerstag auch wieder haben. Ist natürlich alles andere als ein hervorragender Termin, den wir da irgendwie erwischt haben, aber dennoch, jetzt sind wir da Donnerstag, jetzt wollen wir da natürlich angreifen und das Spiel gewinnen. Und da werden die Jungs auch mitziehen, weil die wollen für sich selber auch nochmal einen schönen Abschluss haben. Das ist der eine oder andere, der vielleicht den Verein verlässt oder auch hier bleibt. Wir wollen als Mannschaft nochmal was Großes erreichen, weil wir sind jetzt die Mannschaft, die aktuell noch hier auf dem Blatt steht und nicht die Neuzugänge, die jetzt kommen oder die uns verlassen, sondern da stehen die Jungs, die jetzt auch hier noch bis zum 30.06. den Vertrag haben. Und die wollen bestimmt auch noch was mitnehmen. Ich habe noch eine Frage, die über diesen Termin jetzt hinausgeht. Was geben Sie denn Ihren Mitmannen mit auf dem Weg der freien Zeit, so will ich es mal bezeichnen, zum Beispiel hinsichtlich der Laktatwerte, die entsprechend zu erreichen und so weiter? Ja, wenn es wieder beginnt, so meine ich das jetzt. Ja, wenn wir Sommerpause haben, dann beginnt schon die Vorbereitung wieder vor uns. Also wir haben da vielleicht ein paar Tage Zeit, um ein bisschen durchzuschlaufen. In erster Linie freue ich mich unwahrscheinlich, die Familie mal wieder zu sehen. Das gilt, glaube ich, auch bei vielen anderen Mannschaftskollegen und vor allem das Jahr, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, also vor allem für den mentalen Bereich und das war wirklich gefühlt wie drei Saisons, weil es war wirklich sehr bewegend, waren viele Berg- und Talfahrten und wir haben es dennoch wieder geschafft, als Mannschaft zusammenzustehen und meiner Ansicht auch wieder einen nächsten Schritt gemacht und da freuen wir uns drauf und dann lassen wir erstmal sacken und dann geht es halt nach 10, 12, 13 Tagen wieder mit den individuellen Plan los, den wir von den Fitnesstrainer und Trainerteam bekommen. Und ich glaube, da braucht man keinen motivieren, weil jeder weiß, wenn er seine Hausaufgaben nicht macht, dann wird er die ersten Wochen unwahrscheinlich viele Schwierigkeiten haben, hier Anschluss zu finden. Abgesehen von der Muskelkater oder muskulären Probleme, die dann auftauchen. In erster Linie ist, denke ich mal, in dem Bereich jeder Profi für sich selbst und muss wissen, was sein Körper am besten tut und wie er am besten Schwung aufnehmen kann. Weil ab dem ersten Tag, wenn wir uns am 19.06. hier treffen, dann fängt, sage ich mal, der Konkurrenzkampf auch wieder an. Jeder möchte eine Duftmarke hinterlassen. Und da muss er zusehen, dass er seine Hausaufgaben in den Urlaub macht und sich nicht nur von der Sonne volltanken lässt. Danke. Uli Bartlitz, bitte. Meinst du, hast jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für den Landespokal, die Bedeutung hat? Habt ihr als Mannschaft denn eine Prämie ausgehandelt? Ich meine die Frau Ernst. Ja, es gibt natürlich Prämien in Erfolgsfall. Wir sind Leistungssportler. Leistungssportler werden nach Leistungsprinzip bezahlt und das ist, denke ich mal, kein Geheimnis, weil der Verein profitiert ja wirtschaftlich genauso. Ja, aber ich denke, dass viele reden immer vom Geld hin oder her, ob man das kriegt oder nicht. Das Geld, das habe ich ja irgendwie anfangs erwähnt, das ist heute oder morgen ist es eh weg. Aber viel wichtiger ist, was geschrieben ist. Wenn man ein paar Jahre später, wenn ich vielleicht mit meiner Tochter irgendwann mal in Magdeburg wieder unterwegs bin und dann irgendwo mal auf irgendeiner Seite vom Club gucke oder
Ob es beim Aufstieg im Goldenen Buch ist, dann sehe ich nicht halt, dass ich 500.000, 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro bekommen habe, sondern da steht mein Name drin, Marius, so bist du halt den Pokal gewonnen, Marius, so bist du es aufgestiegen. Und das ist für mich viel mehr wert, als irgendwie 1, 2 Euro in der Tasche zu haben. Die befriedigen dich vielleicht für den Augenblick, aber auf Dauer, glaube ich, sind so welche Werte viel wichtiger als das, was man vielleicht jetzt in der linken Tasche hat. Aber ich habe es richtig verstanden, ich habe es ja als Mannschaft vereinbart, weil die Kollegen von der werfenden Zunft hier nehmen an, da ist es ja anders, da hat ja jeder individuell in seinen Verträgen stehen, wie viel er für einen Pokal bekommt oder nicht bekommt. Deswegen war meine Frage auch, als Mannschaft ist das, ja, was dann untereinander aufgeteilt wird, das ist dann sicherlich eure Sache und ich frage auch nicht nach der Höhe, weil sie sowieso nicht beantwortet. Ja, aber als Mannschaft ist die Prämie vereinbart. Ja, wir betreiben Mannschaftssport, ja. Gut. Sehr schön. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann sage ich danke. Vielen Dank für Ihr Kommen und wir sehen uns am Donnerstag zum Finale hier im Magdeburg. Dankeschön.